Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei Assassin's Creed 2. Wir sollen der Wache folgen und keine Aufmerksamkeit erregen. Ja, wir haben uns ja im letzten Part hier mal ein bisschen als Wache verkleidet. Und jetzt sollen wir also die Tour ein wenig durch die Gegend tragen. Mal schauen, ob das gut geht oder ob wir irgendwann auffliegen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in die Wache reinlaufen. Wo will der denn hin? Wisset, dass in einer Woche ein Maskenball vor dem Palazzo Dandolo stattfinden wird. Aha. Signore Frangibus Dandolo wird höchstpersönlich das Festkomitee anführen. Ja, das war irgendwie schon. Naja. So. Wir müssen aufpassen, dass ich nicht schnell reinrenne, meine Güte. Da haben wir also ein komisches Tempo. Schaut mal, wer da steht. Den Arsch kennen wir doch. Ihr habt es wirklich? Und keine Verfolger? Absolut. Alles ist perfekt gelaufen. Wir haben eure Befehle genauestens befolgt. Die Mission in Zypern war schwieriger als erwartet. Huch. Ezio, es ist lange her. Nein, nein. Überlass den mir. Rodrigo, also, wo ist er? Wer? Euer Prophet. Es ist wohl niemand erschienen, Rodrigo. Wie viele Menschen sind dafür gestorben? Für den Inhalt dieser Kiste? Und seht, es ist niemand hier. Ihr behauptet nicht zu glauben? Und doch seid ihr gekommen? Seht ihr ihn nicht? Der Prophet ist hier. Ich bin der Prophet. Was? Nun gebt mir den Apfel. Kommt und holt ihn euch. Ja, was ist los? Zack. Okay, ich muss aufpassen, dass wir den. Ja, von mir aus, da kommen wir erstmal wieder ein Stück hier. Zack, zack. Bam. Aua, aua, oh. Zack. So. Und unsere Rüstung wird ganz rot von seinem Blut. Aua! Und von unserem eigenen. Aua! 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 Oh. Hey, hey. Ich muss ein bisschen mehr darauf achten, wann der angreift, sonst. Bam! So, komm her, komm, zack. Wie unsere Rüstung aussieht, ey. Und wir kriegen auch ganz schön einen über. So, jetzt. Zack. Aua. Hä? Was ist los?
Ist das alles, was ihr habt? Wo ist der Rest eurer Leute? Welche Leute? Ihr habt wirklich keine Ahnung, was? Wache! Aua, ey, das fühlt sich... Unser Foltermeister ist so gut, dass du ihm nicht nur deine, sondern auch seine und meine Geheimnisse preisgibst. Machen wir erstmal den Spinner hier kalt. Tschüss. So. Dann kriegst du einen drüber. Aua. Aua. So. Aua. Ja. Immer die angreifen, die nicht damit rechnen. Zack. Zack. Uiui. Au! Das wird aber übel hier. Die schaffen es immer, sich noch zu schützen, diese Idioten hier. So. Ja. Boah. Ich glaube... mal wieder die hier, dann komme ich irgendwie besser klar. So. Tschüss. Falsche Taste. So, und tschüss! Ich bin nur zu Besuch! Ich weiß nicht, was hier vorgeht! So. Onkel! Keine Sorge, Neffe. Du bist nicht alleine. Oh. Was tut ihr denn hier? Na, wir könnten euch wohl dieselbe Frage stellen. Hier. Spart euch die Fragen, Bruder! Lasst Borgia nicht mit der Kiste entkommen! Werdet ihr alle sterben. Ich nehme wieder die versteckten Klingen, denn damit kann ich besser arbeiten. Aua! Wir sind hinter euch! Kommt schon, ihr Feiglinge! Kommt schon! Die hat verhungert nach der Schädelrei! So, zack! Au! Ihr könnt nicht aufhalten, was geschrieben steht. Der Inhalt der Kraft wird mir gehören. Ach, wirklich? Schon ist der hier weg. So. So. Dann bist du jetzt dran. Nein. Dieser Krieg dauert schon viel länger, als wir beides uns vorstellen können. Ist das nicht wunderbar, Edion? Gemeinsam diese Templer können wir uns erschlagen. Aua. Ja, komm. Aua. Oh. Gemeinsamen Kampf deutlich verbessert.
Massimo. Wir sollten das häufiger tun. Was war das denn gerade? Eure Brüder mussten nicht sterben. Das tat ich einfach so. Aber du bist gleich tot. Keine Gnade, wenn man sich mit den Templern anlegt. Und auch keine Gnade, wenn man sich mit uns anlegt. Ja? Oh. So, und jetzt? Das ist für meinen Vater. Autsch. Paola. Er ist fort, aber wir haben, was wir wollten. Nein, ich muss ihm hinterher. Wirklich jetzt? Oder seid ihr aus einem anderen Grund hier, mein Sohn? Theodora, was tut ihr denn alle hier? Vielleicht dasselbe wie ihr, Erzieher. Hoffen, dass der Prophet erscheint. Ich kam her, um den Spanier zu töten. Dieser Prophet ist mir völlig egal. Er ist eh nicht gekommen. Nein, aber ihr kamt. Was? Die Ankunft eines Propheten wurde angekündigt. Und ohne unser Wissen seid ihr da. Vielleicht wart ihr schon die ganze Zeit der, den wir suchen. Großer. Wer seid ihr? Niccolo Di Bernardo dei Machiavelli. Ich bin ein Assassine. Ausgebildet in der Kunst, die Entwicklung der Menschheit zu beschützen. Genau wie ihr und alle anderen hier. Ihr seid alle Assassine? Paola? Volpe? Es ist wahr, Neffe. Wir haben dich alle geführt, seit Jahren. Haben dir beigebracht, was du brauchtest, um aufgenommen zu werden. Es ist wohl soweit. Wir haben, was wir wollten, aber es gibt noch viel zu tun. Kommt bei Sonnenuntergang wieder. Aha. Lashea Vakun Mutlak Bail Kolun Mumkin. Dies sind die Worte, die unsere Vorfahren sprachen, welche die Basis unseres Credos bilden. Wo andere blindlings der Wahrheit folgen, bedenke. Nichts ist wahr. Wo andere begrenzt sind, von Moral oder Gesetz, bedenke. Alles ist erlaubt. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Es wird Zeit, Ezio. In diesen modernen Zeiten nehmen wir vieles nicht mehr so wörtlich. Aber unser Siegel ist immer noch permanent. Bist du bereit, dich uns anzuschließen? Das bin ich. Das tut nur kurz weh, Bruder. Wie so viele Dinge. Benvenuto, Ezio. Nun seid ihr einer von uns. Komm, es gibt viel zu tun. Aua. Jetzt sind wir also ein echter Assassine. Und dafür haben wir mal eben 7000 gekriegt. Sequenz 11 beendet. Aha. Alles okay? Besser aufhören? Nein, ich muss zurück. Sofort. Was war das denn jetzt? Oh. Oh Mann. Sean? Aber klar. Wie konnte ich das vergessen? Willst du uns nicht einweihen? Rodrigo Borgia wurde 1492 zum Papst gewählt. Das bedeutet, dass Ezios größter Feind nun auch der mächtigste Mann Italiens ist. Wollt immer schon in den Vatikan. Dann hast du Glück, Desmond. Freu dich. Genau da führt deine Reise hin.
Aha. Faszinierend. Total faszinierend. Was ist es, Leonardo? Wofür ist es gut? Das kann ich dir genauso wenig erklären, wie warum sich die Erde um die Sonne dreht. Ihr meint, die Sonne um die Erde? Es besteht aus Materialien, die es nicht geben sollte. Und doch handelt es sich um ein sehr altes Artefakt. Dieser Kodex nennt es einen Edensplitter. Der Spanier. Er nannte es den Apfel. Etwa Evas Apfel? Vom Baum der Erkenntnis? Willst du etwa andeuten, dass dieses Ding... Wow. Was? Das darf niemals in die falschen Hände gelangen. Schwächere Geister würden wahnsinnig. Kein Zweifel, dass der Spanier alles tun wird, um es zurückzubekommen. Ezio, nutzt alles, das wir euch beibrachten, um es zu beschützen. Bring es nach Fort Lee. Die Zitadelle hat eine Mauer, wird von Kanonen beschützt und eine Verbündete kontrolliert sie. Wer ist diese Verbündete? Ihr Name lautet Katharina Sforza. Was ihr nicht sagt. Ich glaube, diese Mission wird mir gefallen. Dank dir für alles, mein ältester Freund. Leonardo, Ezio sagte mir, dass ihr oft nach Milano reist. Ich habe eine schöne Villa in der Toskana. Kommt doch mal zu Besuch. Magna, 1488. Hier gibt's auch noch ein Assassinengrab? Kann doch nicht sein. Wie kann es hier... Wie? Wartet mal. Das muss ich mir jetzt mal ganz kurz angucken, denn das kann doch eigentlich gar nicht sein. Ich meine, wir haben doch schon alle. Das ist doch eigentlich unmöglich. Das muss ich mir angucken, ne? Denn das kann doch eigentlich nicht sein. Sondererinnerung. Nicht runterspringen! Aua! So ehrlich, nochmal. So. Wer jetzt an den Knopf runterfallen, dann war tot. So. Hopp. Hier geht's nicht hoch. Mal schauen. Hier kommen wir hoch. Was soll denn Sondererinnerung sein? Schwupp.
Aha. Können wir noch ein bisschen fliegen? Oh! Schon Abschluss dieses Parks noch ein bisschen. Mal schauen. Wow. Können wir dann hier hinfliegen? Wir können mal den. Autsch! Verbrannt! Ja. Okay, Freunde, dann bitte ich mal. Dann würde ich mal sagen, das soll's für heute gewesen sein. Wir gehen noch ganz schnell zum Schmied und lassen unsere Rüstung wieder reparieren. Und dann, ja. Denke ich mal, reicht das für heute. Wo ist denn der Schmied? Hört her! Ich habe auch Überhang auf dem Lager der Schmiede meines. Reparieren. Alles reparieren. Ach nee, warte mal. Unsere Rüstung ist ja gleich beschädigt. Ich müsste zum Arzt. Da unten ist er. Pflege für alle. So. Mach das mal. Ich tat, was ich konnte. Aber vielleicht solltet ihr versuchen, euch einen anderen Beruf zu suchen. Gut, Freunde, würde ich sagen, das war's für heute. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich, hoppala, seid ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wir können ja noch zum Missionsziel eben rübergehen. Ich hoffe nur, ich komme hier irgendwo wieder raus. Itzio schwimmen. Ah, hier kommen wir raus. Okay. Gehen wir einmal kurz hier rüber. So, und dann würde ich mal sagen, hier machen wir dann im nächsten Part weiter, Freunde. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis denn. Ciao.